Herzlich willkommen zu Throne and Liberty und unserem kleinen neuen kleinen Projekt. Einfach mal, habe ich schon klein gesagt? Nee, ne? Also, wir werden aber nicht mit diesem kleinen Charakter hier spielen. Den wollte ich euch nur mal zeigen, weil ich wollte eigentlich ursprünglich mit ihm reinstarten als LP. Ist praktisch so, wie ich es ein bisschen gehandhabt habe mit Once Human. Das Problem ist nur, die Server waren jetzt die ganze Zeit sehr instabil und. Und ich habe mir gedacht, okay, wir werden jetzt einen neuen Charakter erstellen und mit dem werden wir dann auch spielen. Nur, dass ihr das einfach alles schon mal gehört habt. Und zwar, ich bin mit meinen Gigadören auf Talos unterwegs. Wenn die Server mal alle wieder frei sind und so weiter und so fort. Die Gilde sucht immer noch Mitstreiter und Mitstreiterinnen, wenn ihr Bock drauf habt. Der Hauptcharakter oder wo ich am meisten spiele, ist eben auf Talos mit den kleinen Gigadören und Gigadon zockt. So wie man mich eigentlich kennt. Und nicht Giga-LP. Aber das sei jetzt alles mal dahingestellt. Wir machen mal ein neues Game. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt relativ lange gewartet, bis mir alles mal fertig war. Es hat halt einfach was damit zu tun gehabt, weil die Server eben so instabil waren. Und es war alles sehr, sehr kritisch. Und ich hätte jetzt aufgenommen, da wäre ich in dieser Aufnahme von ungefähr 25 Minuten 4 oder 5 oder 6 Mal rausgeflogen. Und das wäre nicht geil gewesen. Jetzt gucken wir mal, wo wir denn eigentlich hingehen wollen. Also ihr habt ja schon gesehen, manche sind schon zu. Ja, also praktisch, wo wir unterwegs sind, der ist auch komplett schon zu. Jetzt gucken wir mal, es gibt noch den Oliver, es gibt den Geist. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hingehen sollten, ne? Die sind beschäftigt, das heißt, die sind nicht online. Die sind sogar schon komplett voll. Also ich kann es euch gar nicht sagen. Ja. Königsbagger. Buße, brennt, Benny, Zerstörung. Es ist halt auch immer so die Frage, ne? Wo geht man hin, dass es nicht ganz so... Ich glaube, wir gehen eher auf einen... das ist ein Early Access Server, ne? Wisst ihr was? Ich werde mich jetzt mal entscheiden für euren Charakter und dann sehen wir uns ganz kurz dann in der Charakterstellung wieder. So, ich habe mich jetzt für den Server Glut entschieden. Wir werden natürlich einen männlichen Charakter spielen. Es gibt normalerweise ein Intro. Das Intro nehme ich aber euch leider raus. Erstens mal aus zwei Gründen. Erstens ist, ich will euch nicht so hart spoilern. Nein, Quatsch. Und der zweite Grund ist eigentlich, es geht einfach nur um die Musik, die da abgespielt wird. Ich habe sie zwar alles aus und alles für die Aufnahmen, aber eben das Problem ist die Musik, Claims und ne, ihr kennt das ja halt alles, die ganze Schoße. Der Charakterersteller ist richtig geil. Ihr könnt hier so viel einstellen und ihr könnt ihn so nahezu perfektionieren, wie ihr ihn gerne haben möchtet. Ich werde jetzt erstmal einen erstellen, der wird sich nicht viel ändern, wie er eigentlich gerade aktuell dasteht. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ihr seht schon, ich habe es ja immer so gerne, dass die Charaktere fast so aussehen wie ich selber, weil ich mich immer so gerne identifiziere mit den Jungs und Mädels. Also eher Jungs. Und der hier ist schon so gut eingestellt, dass er eigentlich schon fast aussieht so wie ich. Das passt auch. Ich weiß auch schon, welche Klasse wir dann später gehen werden, gleich von Anfang an. Und ich habe den jetzt mal so entlassen, also so erstellt und das passt. Dann gehen wir in das Spiel beginnen. Und dann gucken wir mal, was da so alles auf uns zukommt. So, wir sind jetzt im Tutorial und er erklärt uns jetzt praktisch, wie wir was hier zu machen haben. Ich habe euch dieses kleine Intro jetzt auch wieder rausgeschnitten. Weil, die Musik halt. Was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Auf jeden Fall gibt es hier so ein, zwei kleine Einstellungen. In-game, wenn ihr das gerne alles wissen möchtet, was die Bücher sind und so weiter und so fort, also wirklich Guides von A bis Z, dann geht mal auf meinen Gigadon Zock Channel, das ist mein Guide Channel. Und da könnt ihr praktisch, da habe ich alles, da guide ich alles durch über das Spiel. Also, wir drücken einmal die Q-Taste. Dann haben wir ihn jetzt gestunt. Und dann können wir jetzt einmal hier durchrotieren. Oder auch nicht. Es ist so das Anfangstutorial. Er bleibt ja auch nicht so bestehen, der kleine Mann hier. Ne? Also das Großschwert kommt weg, der Bogen kommt weg und. Ihr seht dann schon, was wir dann irgendwann mal spielen werden. So.
Und jetzt kommt unsere zweite Waffe praktisch zur Geltung. Also praktisch der Bogen. No? Und hier gibt es ja mehrere Sachen, wo wir praktisch, also wir können da zwei Waffen gleichzeitig benutzen und, ohne großartig zu tauschen, weil das macht das Spiel alles selber. So, wir müssen einmal Shift und W drücken und dann verwandeln wir uns zum Sprinten. So. Okay. Aha. So, also dann sind wir jetzt mal hier drin und dann haben wir es geschafft. Also wahrscheinlich habe ich euch jetzt gerade eben auch die Zwischensequenz rausgenommen, weil die Musik, das ist echt, also die Musik ist geil, aber was soll ich euch sagen, ne? Es ist halt bitter. Ich gucke jetzt nochmal, ob wir die auch die Filmmusik ausmachen können. Die normale Musik ist aus, Soundeffekte sind an, Kampfeffekte sind an, Hintergrundgeräusche, Stimmen sind an, Echos sind an, es ist halt eigentlich alles an, ne? Also praktisch das, was uns nicht, ne? Aber bei der Musik ist es halt echt schwierig. Es tut mir wirklich sehr leid. So, wo ist denn eigentlich jetzt Benny? Oder sollen wir rausgehen? Ah, anscheinend sollen wir rausgehen. Okay, und hier können wir unseren Namen eingeben. Und da werden wir nehmen... Die Jungs und Mädels, die vielleicht schon damals New World bei mir gesehen haben, wir wissen, wer dieser kleine, wundervolle Edric ist. Und den werden wir nehmen. Ich hoffe, den gibt's. Edric, jawohl, bitte. Bitte lass ihn existieren. Der Name wird schon leider verwendet. Schade. Es wäre so schön gewesen. Haben wir den hier drin? Der wird auch schon verwendet. Jetzt wird's lustig. Okay, also dann nehmen wir den Standardnamen Giga-LP. Nehmen wir halt ihn. So. Die Tür aufmachen. Hey, it's you. Whoa, are you alright? Did you have that nightmare again? Na klar. Das war furchtbar. Please, don't feel guilty. The Elder wouldn't want you to feel this way forever. Come on, why don't you go out and get some fresh air? Oh, right. Lottie just left to go to Moonshade Town. You should follow her. Ich komm mit. I'd love to come with, but running makes my arm hurt. I'll bet Lottie morphed. If you want to catch up to her, you'll have to morph too. Ah, oh, that Lottie. She didn't take the map okay. Again. Can you take it to her? I drew up the map because she asked for it too. Ich denke mal, wir sollen die Karte ankrabbeln, ne? Unsere Weltenkarte. So, drücke M, um die Karte zu öffnen. Und das hier ist nur die Tutorial-Karte. Ja? Das ist schon ganz stark. Alright, let's get going. Okay, wo soll man hingehen? Wahrscheinlich die Tür. Ich geh mal raus. So schön. Okay. So, und dann sind wir hier in der Festung von Aron. Ja, das ist einfach ein komplettes Tutorial und da gehen wir jetzt gleich rein. So, also, haben wir rein zufällig schon? Ne, wir haben noch kein Inventar, also gut. Also ich muss euch ehrlich sagen, die Cutscenes und so weiter und so fort versuche ich euch drin zu lassen. Aber wenn es ums Reden geht und alles, mime ich das alles ein bisschen raus, weil die...
Auf gut Deutsch gesagt, die schwafeln Ewigkeiten. Also ich habe schon Dinger gehabt, ey, da stand ich 10 Minuten lang und stand ein oder dann die gleiche und dann wird da geredet, bis zum geht nicht mehr. Ja? Wenn es relativ kurze Dinger sind, lassen wir es. Also mal eine gute Mischung, mal so, mal so. I need to repair something in Crescent Town. Since you're here already, do you want to go to the training grounds with me? It's been a while since you've seen some action. Okay. I'm sure it's nothing too serious or urgent. Besides, today is the day when Gigantrite passes by Whisperion. Whisperion will be full of energy today. So let's take it easy. Okay, fang mal langsam an. Why don't you take this chance to try out a different weapon? You can't keep using that broken sword forever. Then we can go to Moonshade Town. What do you say? Okay. Also, wir spielen die sogenannte Zauberklinge. Ja, das heißt, wir nehmen den Doppeldolch und den Zauberstab. Also, oder den normalen Stab heißt das ja hier drin. Ich habe Bock auf einen Mage und den werden wir jetzt mal spielen. Ja? Und dann gucken wir mal, wie lange wir spielen werden. Jetzt, ich will da keine Aussagen tätigen oder sonstige Sachen. Ich möchte jetzt erstmal ganz in Ruhe mit euch hier ein bisschen daddeln nebenher. Ja? Ein bisschen Geschichte mitnehmen und. Wir machen da uns überhaupt keinen Stress. Vergisst aber bitte nicht, das ist nur ein Nebenchar. Das heißt, für mich hier wird es keine Gilde geben oder sonstige Sachen. Ja, das ist alles auf Talos. Das spielt sich alles dann mit dem Hauptchar ab. Nur, dass ihr das einfach wieder mal gehört habt, ne? So, mach die Ding auf und dann wird uns jetzt nämlich eben erklärt, was es hier eigentlich alles schön an Waffen gibt und so weiter und so fort. Das passt. Wir werden einmal das Menü aufmachen, Charakterinformationen und dann haben wir eben unsere ganzen Bücher, Zeug und was wir eben alles so gebrauchen können. Jetzt guckt mal, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir den Bogen und den Zauberstab spielen oder den Stab spielen oder eben die Klinge. Jetzt passt mal auf, ich gucke nochmal ganz kurz. Okay, ich habe mich für die breite Masse entschieden. Wir spielen den Bogen und den Stab. Ja, da ist die Hauptwaffe eher der Bogen, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Ich habe ja auch auf dem Zock-Channel ein kleines Video drüber gemacht, was ich immer so als Leitfaden benutze, um praktisch das zu spielen. Dann wird er danach wird er individualisiert, je nachdem. Ja, es passt mal auf. Ich glaube aber eher, dass das wirklich Richtung Bogen geht. Das ganze Ding. Ja, das sieht halt schon. Was haben wir denn hier für den Verteidiger? Das passt mal auf, wir haben hier noch einen Titel. Das sind von The Siege of the Day und so, die ganzen Dinger. Nehmen wir dort Da Vincis Top-Auswahl nicht. Das passt mal auf. Da haben wir die Omni-Toys. Die Fähigkeiten, die sind jetzt für uns wichtig. Die möchte ich jetzt gerne mal sehen. Ja, es ist der Bogen als Hauptwaffe. Jetzt benutzen wir den mal. Das heißt, wir nehmen das hier alles erstmal raus, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, weil das setzen wir uns jetzt gleich alles einmal selber. Und dann gucken wir mal, welche Rotation wir so ein bisschen brauchen. Wir brauchen einmal den Pfeil von oben nach unten, den haben wir noch nicht. Das heißt, die 1 bleibt frei. Den haben wir auch noch nicht. Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich die Dinger noch alle noch gar nicht haben. Ne? Er hier müsste es sein, das ist dann auf 4. Und dann hört es schon auf. Ne? Und dann ihn hier noch auf 5. Und dann kommt schon die Bogenrotation, die Feuerstabrotation. Da ist noch alles sehr heftig getrennt. Ja, das ist ein bisschen bitter. Der kommt hier hin. Den haben wir noch nicht, den brauchen wir nicht. Und alles andere haben wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Den haben wir auch. Ne? Der hier ist das, ne? Ja, es ist schwierig. Den haben wir noch. Okay, das heißt, der kommt an 6. Stelle, der kommt an 7. Kommt noch eine, die kommt dann an 9. Stelle. Das ist aber eine Riesenrotation, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Da kommen noch 2. Also das ist eine Riesenrotation. Aber dann passt das, dann machen wir das jetzt mal so.
Und Fähigkeiten-Spezialisierung kommt auf 15. Das wird dann auch noch richtig interessant für uns. Dann haben wir noch die kleinen Amni-Toys hier. Die habe ich jetzt schon von den anderen mit, ne? Und dann noch unsere ganzen Verwandlungen. Da können wir jetzt auch alles einmal durchgehen. Bis wir alles mal durch haben. So. Okay, dann sollen wir jetzt mal ein bisschen Damage machen. An den muss ich mich erst gewöhnen. Ne? Und dann gucken wir mal. So. Nähere dich, Lottie. Also dann spielen wir den, den eigentlich alle spielen. Also viele Damager, die es gibt in dem Game, sind Bogen, Stab oder eben Schwert, Großschwert. Und dann verwandelt er sich. So, das machen wir alles mal aus. Fast alles ist vertont in dem Game. Das ist schon stark. Aber so die deutsche Vertonung fehlt halt, ne? Aber da gehen sie eher auf die Masse. So, dann haben wir hier noch den Kletterhaken. Na komm. Dankeschön. Und dann wieder einmal verwandeln. Das ist praktisch euer Ducken. Ne? So, und jetzt sollten wir eigentlich wahrscheinlich schon mal ein bisschen Damage machen, ne? Und da ist er schon weg. Hat sich ausgedamaged. So. Huch. Schöne Hand. Oh. Gut. Die kriegen halt massiv Damage, wollte ich sagen. So, das Ding können wir dann alles ein bisschen später leveln, dass wir auch uns bewegen können und die Attacken zu spellen. Das geht später alles. Schön. Manche sind halt noch ein bisschen buggy, ne? Sind ja jetzt gerade auch. Aber das ist nicht so wild. Ich freue mich schon, wenn wir raus sind aus dem Tutorial. Weil dann geht es nämlich ein bisschen knackig ab. This is bad. Bermetz is here. Maybe he has an idea. I will try to find a way. You go ahead and take care of the injured. Okay. Bermetz, can you fix this? Jetzt bin ich gerade im Überlegen, haben wir die haben wir jetzt auch mit, ne? Ja, da werden wir halt. Ja, das ist dann halt so ein Nahkampfgedöns, ne? Mit runter, aber das ist immer so wirklich so ein kleiner Waldläufer. Aber das ist dann halt nur mit einem Langbogen. Es gibt da auch noch eine geile Kombi mit Stab und Zauberbuch. Oder Zauberstab, aber ich möchte mich nicht schon wieder als Healer machen, weil mein Main ist nämlich ein Paladin. Ich möchte mal gerne was anderes hier spielen. Jetzt gucken wir mal. Ne? Das ist leider in dem Game so, man muss sich relativ früh entscheiden, welche Kombo man spielt. Das ist ein bisschen bitter. Zwecks den Aufwertungen und alles, ne? Das ist halt schade. Dass man sich da so früh festlegen muss.
So, und die Cutscene muss ich euch leider rausnehmen. Es hat einfach was mit dieser Musik zu tun. Ich verstehe nicht, warum sie die nicht rausnehmen. Oder warum man die nicht ausmachen kann. Und das ist ein kleiner Amnitoy. Zu niedlich. So. Und wir haben jetzt praktisch den Weißkopfadler als als Fluganimation bekommen. Das heißt, wenn wir nämlich hier sind, machen wir einmal Leertaste und dann können wir nämlich fliegen. Ich werde das alles noch ein bisschen ändern, ja? Ich bin ein bisschen zu bunt. Und wenn ihr im Fliegen seid, so wie jetzt, und ihr habt keine Ausdauer mehr, dann fangt ihr an zu sinken, aber zu gleiten. Ja, das heißt, ihr fällt nicht gleich runter und seid tot, sondern da ist das Spiel ein bisschen gnädig zu euch. So, ihr kennt die ganze Chose. Wir machen mal ein Foto. Foto erledigt. I don't really understand what you're saying, but if you got here with the glide morph, you must have the power of a star fragment. I hear that those with the power of a star fragment can communicate with mysterious entities. Ah, forgive me. My name is Clay Carter from the Resistance. For some reason, you seem kind of familiar. Okay, ich gehöre zu den Überlebenden der Invasion von vor 10 Jahren. Oh, I see. You escaped with me. I'm glad to see you're safe. But now's hardly the time to chat. For now, will you lend us your strength? Ja, ziehen wir das durch, komm. Thank you. Captain Kyra and I will fight the Archeum forces on this side and find a way to get in. We'll need you to go into town and rescue the residents with the resistance. Ah ja. Okay. Please be careful. When this is over, let's be sure to meet again. Okay. Sehr gut. Aber dann sind wir am Ende des ersten Partes, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habt genauso Bock mit mir das Spiel zu erkunden, wie ich selber mit euch. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und ja, bis dahin. Tschö mit Ö.